Nehme ich an, aus den Tagesthemen und aus dem Morgenmagazin. Da präsentiert sie nämlich seit Jahren den Sport. Im letzten Jahr stand die Welt ja still. Nicht nur für uns, für sie ganz besonders, weil sie bekam nämlich die Diagnose Brustkrebs. Eigentlich ist sie im Dezember geboren, aber sie hat diesen Sommer ihren ersten Geburtstag gefeiert. Okka Gundel ist bei uns. Herzlich willkommen, Okka. Glückwunsch erstmal zu diesem ersten Geburtstag. An welchem Stichtag machst du das fest? An dem Tag, wo mir im vergangenen Jahr die Ärzte gesagt haben, dass ich wieder gesund bin. Das war letztes Jahr am 12. August. Und bei so einer Krankheit weiß man ja nie, was das für eine Halbwertszeit hat. Aber ich habe mir gesagt, jetzt werde ich jeden 12. August, den ich noch erlebe, feiern. Das ist schön. Du siehst blendend aus. Wie geht's dir gesundheitlich? Mir geht's gut. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder in alte Muster verfalle. Viel arbeiten, viel Stress, da muss man tatsächlich aufpassen. Resilienz, gutes Thema, Meditation, also ich bin hier gut aufgehoben. Ja. Das sind alles kleine Marker, die mir sagen, ja, pass auf. Also ich muss gut auf mich aufpassen, ja. Ja, du bist so, du neigst dazu. Wenn ich ja wieder an die Leine gelassen werde, dann reiz ich es gerne aus, ja. War das jetzt, ich habe eben gesagt, die Welt stand still, ja, für uns alle. War das eigentlich gut, dass das nur genau passiert ist während des Lockdowns? Diese Diagnose, hat dir das geholfen oder hat es das noch schlimmer gemacht? Beides. Also erstmal war es natürlich schlimm, weil das für die ganze Familie komisch war, dann noch mit dem Lockdown obendrauf. Ne? Das war ja dann auch noch alles anders, dass die Kinder noch nicht mal ihren Alltag hatten, dass sie nicht zur Schule gehen konnten, dass sie nicht abgelenkt wurden. Das war natürlich quasi dann on top blöd. Für mich persönlich muss ich sagen, beziehungsweise mein Mann musste dann natürlich auch das Homeschooling machen und solche Sachen. Das war schon dann noch eine Belastung obendrauf. Für mich persönlich war es nicht schlecht. Ich fühlte mich da nicht so alleine, muss ich sagen. Ich fand erst, als ich die Diagnose bekommen habe, ich gedacht, oh, alle können so weitermachen, nur ich nicht. Alle haben ein schönes Leben, nur ich nicht. Nur meine Welt steht still und das hat sich dann auf komische Weise ja geändert. Und das hat mir geholfen, gleichwohl ich natürlich nicht sagen möchte, dass Corona gut war. Aber für meine Situation hat es mich manchmal ein bisschen versöhnt. Ja. Verstehe. Du bist ja nun schon länger wieder im Fernsehen, aber vor deinem ersten Auftritt hast du gepostet, in 17 Jahren die erste Sendung ohne Haarprodukt. Neues Leben, neuer Look, selber Kanal. Das heißt, diese Frisur, also man kannte dich ja früher mit etwas längeren, hellblonden Haaren. Ja. Ist das ein Statement auch? Das ist erstmal ein Statement, ja. Das hat natürlich auch Mut gekostet, so dann vor die Kamera zu gehen. Aber ich wollte jetzt auch nicht so lange warten, bis sie wieder lang sind. Und abgesehen davon fand ich es gut. Und als meine Tochter gesagt hat, Mama, du siehst aus wie eine Influencerin, habe ich gedacht, bestes Kompliment. Geschafft. Bestes Kompliment von einer. Ja, und vor allem, Franziska wird das auch nachempfinden können, André vielleicht auch. Es ist, glaube ich, wahnsinnig praktisch, oder? Wenn man nicht immer so viele Haare pflegen muss. Es geht alles super schnell, ja, das stimmt. Das ist, es ist angenehm. Man sieht irgendwie immer gleich aus. Ne? Früher bin ich oft, wenn ich jetzt privat unterwegs war, mit einer Mütze rumgelaufen. Ich dachte, ach, Haare kann ich jetzt nicht mehr machen, sondern Mütze auf. Das ist im Übrigen auch interessant. Ich habe jahrelang, ein Leben lang Mützen gerne getragen. Als ich sie tragen musste, weil die Haare ausgefallen sind, habe ich sie natürlich gehasst. Und ich möchte es auch jetzt erstmal nicht wieder aufnehmen. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja. Okka, nicht nur, weil du aus Friesland kommst, haben wir ein besonderes, typisches Getränk für dich vorbereitet. Oha. Nur für dich, nicht für alle diesmal. Oh Gott, jetzt werden wir geizig. Jetzt werden wir komisch. Und zwar sollte jetzt in diesem Moment eigentlich der Earl Grey Tee, da ist er. Oh, der Earl Grey Tee für dich. Ja, danke schön. Danke schön. Danke, Ariane. Danke schön. Und nicht nur, weil du ihn eben, weil es so typisch aus friesisches Getränk ist, trinkst du ihn gerne, sondern auch daran machst du ja was ganz Bestimmtes fest. Ne? Ja, in dem Earl Grey ist ja Bergamott drin. Und Bergamott hat mir sozusagen, so sage ich es immer, zumindest mein Leben gerettet. Denn ich habe ja den Knoten selbst ertastet. Hat jetzt erstmal nichts mit dem Tee zu tun. Und warum habe ich ihn ertastet? Weil ich nach dem Joggen geduscht habe. Und eigentlich schon fertig war und dann dachte, ah, da steht ja noch mein neues Duschgel, Bergamott. Probiere ich doch noch mal aus.
Wasser wieder angemacht, das Duschgel genommen und dann den Knoten ertastet. Und deshalb ist mir Bergamott so ans Herz gewachsen irgendwie. Es hat für mich eine besondere Bedeutung. Und da in Earl Grey viel Bergamott drin ist, trinke ich ihn jetzt besonders gerne. Und während der Chemo, wo man ja so auch wirklich seinen Geschmack verliert oder metallischen Geschmack im Mund hat, wirklich, das ist nicht besonders schön. Das Einzige, was ich gut schmecken konnte, war süß. Und dann habe ich meinen Earl Grey mit ganz viel Zucker getrunken, was man natürlich im normalen Leben nie tun würde. Aber in der Zeit habe ich mir das gegönnt. Und deswegen, ja, Earl Grey, Bergamott ist eine gute Kombination. Ja, nimm gerne gleich ein Stückchen zu dir. Du hast dir aber gewünscht, das fand ich auch interessant, irgendwann mal mit deinen Kindern kein Earl Grey, sondern ein Glas Rotwein trinken zu können. Mit deinen Kindern, die ja noch Kinder sind, die noch nicht erwachsen sind. Genau, ja, so ist das. Also ich trinke ja sehr gerne Rotwein, das ist meine große Leidenschaft. Und als ich krank war, haben dann einmal gesagt, ja, was willst du denn da machen? Und wenn du wieder gesund bist? Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich habe eigentlich nichts. Das Einzige, was ich wirklich gerne noch machen möchte, ist mit meinen Kindern ein Glas Rotwein trinken. Und das hat mich dann auch natürlich angespornt, weil die natürlich noch ein bisschen brauchen, bis sie Rotwein trinken dürfen. Der Jüngste ist 8. Und das hat mir so ein bisschen Power auch gegeben, durchzuhalten und das durchzustehen. Weil natürlich, während ich krank war, war mir jetzt auch nicht nach Rotwein. Jetzt trinke ich ihn schon mal wieder, aber eben noch nicht mit den Kindern. Ja, und das ist mein Wunsch, irgendwo am besten in Südfrankreich, in so einem schönen, einfachen Dörfchen unter einer schönen Plantane auf dem Marktplatz, ein Glas Rotwein zu trinken. Das ist eins meiner großen Ziele. Eine ganz tolle Perspektive. Zum Anlass deines Besuchs, vor 3 Tagen war ja der Welt-Alzheimer-Tag. Du engagierst dich schon lange für die Alzheimer-Forschung. Wie kam das eigentlich? Ja, ich habe zu einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens, genauer gesagt, als ich mit meinem jüngsten Sohn schwanger war, 2012, gedacht, boah, mein Leben ist echt gut, mir geht es gut. Ich habe einen schönen Job, ich verdiene genug Geld, ich habe meine Familie. Ich würde gerne auch was Gutes tun für andere. Und wie das ja so ist bei uns in der Branche, haben ja viele auch ein Ehrenamt. Und dann habe ich gedacht, Ehrenamt ist irgendwie cool, suche ich mir auch eins. Und habe erst mal ein bisschen den Markt sondiert und geguckt, was macht man denn so als Ehrenamt. Und fast alle oder sehr, sehr viele machen ja was mit Kindern. Mhm. Ja, das ist ja auch gut und wichtig, denn den Kindern gehört ja die Zukunft. Und habe ich aber gedacht, wer macht denn eigentlich was für die Alten? Und da gab es jetzt nicht so viel. Und dann kamen wir schnell auf das Thema Alzheimer, weil ich das ja in meiner Familie hatte. Meine Oma hatte Alzheimer. Mhm. Und das passte dann, fand ich, ganz gut, weil mich auch schon als Kind oder als Jugendliche, als das losging bei meiner Oma, das so fasziniert hat, wie das sein kann, wie sowas sein kann, dass jemand eigentlich genauso aussieht wie immer, aber doch so ganz anders ist. Und dann war halt klar, ich suche mir was mit Alzheimer. Und dann habe ich tatsächlich mich wirklich aktiv auf die Suche gemacht, was gibt es da so für Organisationen. Habe dann die Alzheimer-Forschung-Initiative gefunden, die mir gut gefiel, die auch noch ihren Sitz in Düsseldorf hat, was dann auch eine örtliche Nähe hatte. Ich lebe ja in Köln. Und dann habe ich mich bei denen beworben und habe gefragt, kann ich nicht für euch irgendwas machen? Und dann haben die auch gerne ja gesagt. Und seitdem arbeiten wir zusammen. Und das ist etwas, was mich sehr erfüllt. Und ich auch froh bin, wirklich was für diese älteren Menschen zu tun, weil ich immer finde, dass sie ein bisschen von der Gesellschaft vergessen werden. Die Alzheimer-Forschung ist ja, muss man wirklich sagen, immer noch nicht sehr weit. Es gibt immer noch kein richtiges erprobtes Mittel. Eine Heilung ist nicht möglich. Das könnte auch was mit Lobbyismus zu tun haben, worüber wir eben gesprochen haben. Ist ja auch eine Erkrankung, die zu 2/3 Frauen betrifft. Die einzige gute Nachricht. Weil sie älter werden als Männer. Aber weil alte Menschen halt nicht so eine Lobby haben wie jüngere Menschen. Natürlich nicht. Boah, weiß ich nicht. Nee. Die größte Wählergruppe ist über 40% aller Wählerinnen sind über 60. Also das ist die größte Lobbygruppe, die wir in diesem Land, glaube ich, haben. Ja, aber das sind noch nicht die Betroffenen. Die Betroffenen sind ja noch deutlich älter. Es betrifft ja hauptsächlich Menschen über 80. Das ist ja deutlich weiter. Ne? Im Grunde sind es Menschen, die jetzt für die Gesellschaft auch nichts mehr leisten, sage ich jetzt mal, ein bisschen runtergebrochen. Ich habe den Eindruck, sie werden manchmal vergessen. Und das große Problem bei Alzheimer ist, du hast es gesagt, die Forschung ist nicht besonders weit. Also es gibt immer noch kein Heilmittel gegen Alzheimer. Dabei wurde sie ja schon vor 120 Jahren entdeckt, 1901 von Alois Alzheimer. Und es gibt nichts. Also wer an Alzheimer erkrankt, der stirbt irgendwann. Nicht an Alzheimer, sondern mit Alzheimer. Ist ja dann das Immunsystem, das schwach wird. Oft sind es Lungenentzündungen.
Und, ich möchte mal was Positives sagen. Bitte. Erstens, wir haben tatsächlich ein Gen, wir Frauen, das die Erkrankung, die Alzheimer-Erkrankung schwächer laufen lässt. Ja, das ist schon mal die gute Nachricht. Die Frauen kriegen es meist nicht so heftig, aber es betrifft sie deutlich mehr. Aber es gibt ganz tolle Universitäten, wie zum Beispiel Erlangen, die im Augenblick systematisch Therapien entwerfen, wo die Menschen hingehen können, 2 Stunden am Nachmittag, was dann auch die Angehörigen entlastet und wo sie lernen, diese ganz normalen täglichen Dinge festzuzurren, sodass die im Gedächtnis erhalten bleiben. Und es gibt ganz tolle Forschung, zum Beispiel zum Salbei. Es gibt 2 Salbei-Arten, Rosmarin und Melisse hochdosiert, die wirklich leichte Alzheimer-Formen stoppen können oder sogar verbessern können und auch vaskuläre Demenzformen. Also es gibt auch da so ein paar gute Sachen, wo ich sagen muss, ja, da kann man auch wirklich so ein bisschen was tun wieder. Mhm. Also ein großes Problem. Ja, bitte. Was ist das? Nee, ich wollte nur sagen, genau, da geht es darum, das Ganze ein bisschen zu verlangsamen. Aber es ist eben kein heilendes Mittel. Ne? Das ist einfach, um den Status quo zu halten, um den Zustand zu stabilisieren und zu verlangsamen, dass es nicht schneller schlechter wird. Ja. Klar, aber jetzt bewegen wir uns natürlich auch in einer Altersgruppe, wo das dann schon toll ist eigentlich. Ne? Weil ich meine, wir wissen, unter 70 haben nur 2% überhaupt Alzheimer. Das ist die einzig gute Nachricht sozusagen. Es trifft einen später. Und dann ist es ja schon toll, wenn man stabilisieren kann. Ja, also ein großes Problem, kann ich auch noch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mich ja auch mit dem Thema wegen meines Vaters viel beschäftigt, ist die gesellschaftliche Akzeptanz. Und das ist dir ja auch ein Anliegen. Die ist einfach bei vielen nicht da, weil das so eine unbekannte Krankheit ist und auch mit Scham besetzt. Dass viele Menschen denken, ich mache was falsch warum trifft es gerade mich? Oder das ist einem peinlich. Ne? Ja, es ist und das peinlich. Sollte man ja auch aufarbeiten. Das ist die Scham, genau. Genau. Ja, für die Angehörigen ist es ja auch Tabuthema, lange gewesen. Und da muss ich aber sagen, ich mache das ja jetzt seit 9 Jahren, seit 2012. Und da finde ich schon, dass es das Bewusstsein, das gesellschaftliche Bewusstsein dafür hat sich schon verbessert. Also man kommt einfach auch nicht mehr drum herum. Ist ja klar, das größte Risiko an Alzheimer zu erkranken ist das Alter. Wir werden immer älter. Dementsprechend werden es logischerweise immer mehr. Stichwort demografischer Wandel. Genau, es werden immer mehr. Und dementsprechend ist es auch mittlerweile so, also als ich angefangen habe 2012 und meinen Freunden gesagt habe, im Übrigen, ich mache jetzt ein Ehrenamt, ich bin Botschafterin der Alzheimer-Forschung, da haben die mich ziemlich ratlos angeguckt, nach dem Motto, was ist das was jetzt ist das? Wieder für eine krude Idee? Hast du nichts anderes zu tun? Ne? Du hast hier 3 kleine Kinder. Und das ist anders jetzt. Meine Generation, da ist dieses Thema angekommen, weil fast jeder jemanden kennt, der es hat und alle sich damit auseinandersetzen müssen. Es sind ja eben nicht nur die Kranken, sondern die Familien hängen ja auch mit drin. Ne? Es ist schambehaftet, das ist das eine. Man muss es aber auch betreuen und begleiten, das ist das andere. Man muss erst mal auf die Idee kommen, ist das jetzt nur ein bisschen Tüdeligkeit oder ist das wirklich mehr? Und das ist ein schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten. Und ich denke, da muss man einfach das Bewusstsein weiter schärfen, dass auch für die Leute was getan wird. Wie war das denn in deiner Familie? Wie ist zum Beispiel deine Mutter? Es war ja die Mutter deiner Mutter, genau, die an Alzheimer erkrankt ist. Genau. Wie ist eure Familie damit umgegangen, mit den ersten Anzeichen und mit dem Fortschreiten? Ja, wir haben das natürlich auch erstmal so ein bisschen abgetan. Ne? Ja, ach ja, ist schon nicht so schlimm. Und sie hat ja auch ganz viele klare Momente. Ne? Das ist ja so schleichend irgendwie. Aber wenn dann natürlich diese Ausreißer größer werden und eklatanter, also bei mir persönlich war es, als ich mit meiner Oma essen war in einem Restaurant und die Bedienung erst kam und fragte, was kann ich Ihnen bringen? Und sie sagte, ich nehme den Fisch. Und die Bedienung sagte, Entschuldigung, der Fisch ist aus, gucken Sie doch mal rein, ich komme gleich noch mal wieder. Kam sie ein paar Minuten später wieder und dann hat sie gesagt, haben Sie was gefunden? Und meine Oma freudestrahlend, ja, ich nehme den Fisch. Mhm. Ne? Danach bin ich auf Toilette gegangen und als ich wiedergekommen bin, hat meine Oma mich ziemlich streng angeguckt und hat gesagt, Entschuldigung, dieser Platz ist besetzt. Ich sitze hier mit meiner Enkelin. Da habe ich gesagt, ja, das bin ich. Ne? Und bei solchen Sachen, das muss man ja erstmal schlucken. Und das ist echt bitter. Und die Betroffenen erschrecken sich ja auch erstmal selbst. Und irgendwann ist es ja so, dass sie es dann auch nicht mehr so mitkriegen. Und dann irgendwann zu sagen, so, wir müssen jetzt da handeln, das ist halt der entscheidende Punkt. Ne? Und da, glaube ich, kann man viele Leute viel besser unterstützen. Glaube aber auch, dass da dieses Stigma mittlerweile ein bisschen runtergefahren ist, weil es einfach mehr Leute sind, die davon betroffen sind. Mhm. Auch Prominente, ne? Also Rudi Assauer, jetzt Gerd Müller zuletzt. Ja, also das trägt natürlich auch dazu bei. Ja. Ne? André, du guckst sehr interessiert. Kennst du auch in deinem Umfeld jemanden, der betroffen ist? Nee.
Ich kenne niemanden, aber ich finde es hochinteressant. Kennt sonst jemand niemanden hier? Kennt jemand? Du kennst niemanden? Nee. Na krass, aber die meisten halt schon. Ja, ja, die, das ist auch schon ein Thema, finde ich, gerade wenn man herausfindet, ist es jetzt Alzheimer oder nicht. Man belächelt das ja echt tatsächlich erstmal, weil es ja auch ein paar lustige Situationen gibt in dem Moment. Mhm. Aber wenn man dann weiß, okay, also ich wurde gerade nicht erkannt, dann bekommt das halt genau die andere Schwere. Und ja, dann beschäftigt man sich mehr damit auf einmal. Ne? Mhm. Ja. Man, ich glaube, es ist immer eine Gratwanderung. Einfach, man kann ja auch lachen, ne? Aber miteinander lachen. Ne? Halt nicht über den anderen lachen. Ja. Das ist, glaube ich, immer wichtig. Und immer auf Augenhöhe zu versuchen zu bleiben, ne, mit den Betroffenen. Ja, man sagt ja auch, man sagt doch auch, dass immer, wenn man was Neues, wenn man, also zur Vorbeugung jetzt, ne? Immer wieder neue Dinge im Leben auszuprobieren und zu testen, das hilft auch. Ja, klar. Also aktiv bleiben. Ne? Bewegung für Körper und Geist. Ne? Also das ist natürlich klar. Auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, einfach aktiv bleiben. Das ist ein ganz großes Momentum natürlich. Da es kein Heilmittel gibt im Moment, geht es natürlich viel um Prävention. Und zur Prävention gehört natürlich auch der gesunde Lebensstil, aber eben auch diese Bewegung, geistig, körperlich aktiv bleiben. Franziska, was fällt dir noch ein, was man mit Vorbeugen machen kann? Ja. Also es ist Sport. Sport ist sogar bewiesen als Gegenmittel quasi in Studien. Und Sport ist zur Vorbeugung gut. Und man weiß auch, Menschen, die schwer körperlich arbeiten, sind halt auch weniger gefährdet, Alzheimer zu bekommen. Und was für Frauen ganz interessant ist, Depression und Angst, Situationen lange auszuhalten im Leben, die unerfreulich sind, auch die Ehe teilweise. Das sind große Risikofaktoren für Alzheimer. Ja, also wirklich Bewegungsarmut, diese Depression oder Angst. Man muss versuchen, da was gegen zu tun. Ja. Was für eine lustige Formulierung. Situationen, die unangenehm sind. Die Ehe zum Beispiel. Ja, ich habe doch verstanden, was du meinst. Das ist wirklich auch beziffert worden. Ja. Das ist tatsächlich so. Gell? Musik soll ja auch gut sein. Ne? Absolut. Ja, Musik. Musik ist immer gut. Ne? Musik ist immer gut. Insofern ist André wenig gefährdet, ne, als Musiker. Also es wäre gut, jetzt mal ein neues Instrument zu lernen. Also es geht nicht darum, das, was man kann, weiter zu tun. Geige ist schon schwierig genug. aber es geht darum, immer neue Sachen zu lernen. Ne? Also das ist genau das. Man soll nicht das machen, was man kann, sondern man soll gucken, dass man durch unterschiedliche neue Aufgaben neue Synapsen verschaltet. Natürlich ein neues Instrument lernen wäre gut. Ich habe ja vor ein paar Jahren noch mal mit Schlagzeug angefangen, weil ich natürlich auf Veranstaltungen mal sage, ja, Sie müssen fit und aktiv bleiben, vielleicht ein neues Instrument. Da habe ich gesagt, ich mache es auch mal. Und das ist herausfordernd, das ist toll. Also es ist natürlich... Für die ganze Familie. Ja, für die ganze Familie. Ich habe es auch mittlerweile wieder aufgehört. Vor zwei Wochen war ein Filmchen im Internet von einer Ballerina, die war 80, Alzheimer. Und dann hat sie, ich glaube, die sterbende Schwan gehört. Und dann hat sie alle Bewegungen wieder gemacht. Es war so schön zu sehen. Ja, die Musik an sich ruft natürlich viele Erinnerungen hervor. Und das ist was ganz Tolles. So, weil es ist letztendlich was Sensitives. Ne? Ob es jetzt die Musik Gerüche ist oder ob es ein Parfum ist, das man wieder erkennt. Ne? Das ist Fotoalben, alte Bilder. Mhm. Das sind schon ganz, ganz berührende Sachen, die vieles auslösen. Ne? Mhm. Im Übrigen genau wie manche sagen, na ja, was soll ich denn machen? Die sitzen da und kriegen ja eh nichts mit. So eine Berührung ist total schön. Ich weiß noch, wie ich bei meiner Oma im Altenheimer saß und einfach ihre Hand gehalten habe. Ne, einfach so Hand drauf. Und das merken die dann. Ne? Es kommt ja was an. Es ist ja nicht so, dass da gar nichts mehr ankommt. Sie sind halt nur einfach kognitiv megamäßig eingeschränkt. Mhm. Aber so Berührung, Streicheln, keine Ahnung. Es sind so Kleinigkeiten, die glücklich machen. Wo man meint, es macht sie glücklich. Aber wo ich zumindest sagen kann, ich habe gespürt, dass es angekommen ist. Ja, und das gibt einem ja selber dann auch wieder was zurück. Genau, ne? Okay, ganz banal, ich weiß, dass du immer anbadest. Ja? Also, dass du das sehr in der Nordsee. Ja. Wie kalt ist die und in welchem Monat machst du das zum ersten Mal? Dann? Wieder kalte Bäder. Immer kalte Bäder. Das ist nicht unser Thema, André. Das ist die macht das wirklich. Ja, also ich mache das immer so Anfang Mai oder Ende April, Anfang Mai, wenn ich meine Eltern
Elternbesuche mache ich es immer mit meiner Mutter. Mein Vater setzt keinen Fuß in die Nordsee. Das ist ihm natürlich alles zu kalt, auch wenn er Kapitän war. Und das mache ich mit meiner Mutter. Da ist es, keine Ahnung, 15 Grad, 12 Grad, ich weiß es nicht, 10 Grad. Mein kältestes, was ich gemacht habe, das war am Neujahrsmorgen 2019 auf Borkum. Bei, ich glaube, 4 Grad. Nein. Ja. Und das mache ich auch nicht nochmal. Das habe ich jetzt einmal getan. Und sag noch, dass es freiwillig war. Sag noch, dass es freiwillig war. Es war freiwillig. Ich habe, doch wirklich, ich war so motiviert, das einmal zu machen und wollte dann auch nicht mehr zurück, obwohl ich wirklich auch keine Lust hatte. Es war auch kein schönes Wetter, also kein toller Neujahrsmorgen oder so. Es tat schon vorher weh. Und dann muss man auch Sachen unterschreiben, so auf eigene Gefahr und Herz-Kreislauf und keine Ahnung was. Überall steht die D-Allergie. Aber wir haben es gemacht und ich fand es toll. Aber Angst hatte ich vor allem bei der warmen Dusche danach. Weil ich dachte, oh Gott, das ist bestimmt nicht gut, die warme Dusche jetzt. Aber es ging, das werde ich nicht nochmal machen. Aber ich habe es auf meiner Habenseite. Okay, aber das ist beruhigend, dass du es nicht nochmal machst. Oka, schön, dass du hier bist. Auf viele weitere Geburtstage im Sommer und im Winter. Ja, danke schön. Danke.